Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns nur als Necrolord ausspielen können. Und zwar bin ich dementsprechend schon auf meinen Main hier in Maldraxxus bei den Necrolords. Mit dem Char bin ich auch bei den Necrolords. Und heute handelt es sich um das Mount Knochenhuf Taurelos. Und was wir dafür brauchen, will ich euch jetzt mal erzählen. Als allererstes solltet ihr wissen, den Knochenhuf Taurelos bekommt ihr, wenn ihr Necrolord seid und noch ein paar mehr Voraussetzungen absolviert habt von einem Mob, der nennt sich Tahunter. Und dieser Mob ist ein Rare, der sich bei den Koordinaten 44, 51 befindet. Dort spawnt er alle Viertelstunde, also relativ häufig. Hier läuft er gerade rum, hat 88.000 Leben, kann man auch mit einem schlecht equippten Twink umboxen. Ihr könnt ihn jetzt aber nicht einfach umboxen und das Mount rausziehen, sondern wie gesagt, ihr braucht noch ein paar mehr Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass ihr Minimum eine Ruhmstufe von 32 braucht, sonst könnt ihr dementsprechend ihn nicht looten. Und ihr braucht noch eine weitere Voraussetzung, ihr müsst noch einen Mob dabei haben, der schimpft sich Nena. Wir können jetzt hier einmal mal draufhauen, dass wir so ein bisschen das Anima mit rausziehen oder vielleicht kriegen wir nochmal das Mount. Und wo ihr Nena herbekommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Nena ist ein Mob, beziehungsweise ein Anhänger, den ihr in der Monstrositätenfabrik bauen könnt und dann mitnehmen könnt. Bevor ihr die hier bauen könnt, müsst ihr aber eine kleine Quest machen. Ihr müsst eure Monstrositätenfabrik auf Minimum 2 bringen und dann hier oben bei den Koordinaten 69, 40 eine Quest annehmen, beziehungsweise ihr könnt die Quest erst annehmen, wenn ihr einen Licht tötet. Hier ist dann ein solides Licht, den bringt ihr um, dann kriegt ihr einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel könnt ihr einen Käfig aufmachen, in dem Käfig, also der ist gleich nebendran, ist eine Seele drin, die schimpft sich Nena, wenn ihr die Seele rausholt, dann gibt die euch, wenn man sie anquatscht, eine Quest, die schickt euch wieder zur Monstrositätenfabrik und dann könnt ihr Nena bauen. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr hier Nena mitnehmen, könnt sie einfach anquatschen, nehmt sie mit und dann ist es ein ganz normaler Anhänger wie die anderen auch. Und sie hat einen extra Button und das schimpft sich holen, wenn man darauf drückt, dann läuft sie zu irgendeinem Mob hin und lootet ihn. Und dementsprechend können wir dann Tahunter mit ihr looten. Ihr müsst anscheinend es nicht so looten, also ihr müsst nicht unbedingt mit Nena das looten, sie muss nur dabei sein, ihr müsst Necrolord sein und Ruhmstufe 32. Ja? Zumindest haben so die allermeisten Leute auf WoW Head beschrieben, dass sie das Mount bekommen haben. Ich habe es so auch bekommen. Es hat bei mir dennoch noch 2-3 Monate gedauert mit den Voraussetzungen, dass ich quasi das Mount rausgezogen habe. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man das so rausfinden muss und ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, ob das wirklich alles notwendig ist. Darauf ist zumindest die Community insgesamt gekommen. Es kann natürlich auch sein, dass ihr es ohne das rausziehen könnt. Ich würde euch empfehlen, macht es einfach, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich kann euch sagen, mit den Voraussetzungen hat es auf jeden Fall bei mir geklappt. Wenn wir jetzt gucken, was das Ding für eine Drop-Chance haben, dann kann ich euch sagen, dass die eher niedrig ist. Oh, das brauchen wir jetzt nicht. Hier, das wollte ich rüberziehen. Und zwar, das ist Nena, genau das hier. Die Drop-Chance wird natürlich angezeigt mit einer sehr, sehr niedrigen, hier 0,05%. Ihr müsst aber mit einberechnen, es töten viele Leute Tahunter und die meisten haben halt nicht die Voraussetzung, quasi das Mount zu erhalten, weil sie nicht bei Necrolord sind oder die anderen Voraussetzungen nicht haben. Ich vermute, dass die Drop-Chance, wenn man die Voraussetzungen hat, etwa bei 1% liegt und dementsprechend ist es halt ein Mount, das man dann dennoch ein bisschen farmen muss. Gut, damit sei eigentlich alles gesagt. Ich würde sagen, wir gucken uns dann das Ganze noch an. Hier Knochen Huf Taurelos, den lernen wir einmal. Und das müsste auch Taurelos jetzt der letzte im Bunde sein, der mir noch gefehlt hat. Und das ist jetzt hier Knochenhuf Taurelos, einfach der ohne quasi Panzerung, der so ein bisschen, ja, was ist das, gräulich-grün, irgendwie sowas in die Richtung. Davon gibt es natürlich auch dann noch eine gepanzerte Version. Die müsste Knochenhuf Taurelos, genau, das ist hier die gepanzerte Version. Und die kriegen wir ja von Sabriel, von einem anderen Rare, wo ich euch auch schon mal ein Video von gezeigt habe. Gut, dann sind wir eigentlich am Ende von der kleinen Videoreihe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen ganzen Voraussetzungen haltet. Ich persönlich halte nicht sonderlich viel davon, aber vielleicht ist ja da ein oder andere dabei, der sagt, hey, cool, ist mal ein Rätsel, ist mal was anderes, muss man ein bisschen was quasi vorher haben, dass man sich das Mount verdienen kann. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und ja, hoffentlich konntet ihr was mitnehmen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.